So Leute, heute kommt die 3-Tages-Frequenz für den Oberkörper. Drückbewegung quasi. Das heißt, wie bei dem Unterkörper, wir bauen über 3 Tage das Stück für Stück auf, dass wir die Muskulatur, in dem Fall Trizeps, Unterarme sind natürlich immer dabei, und Schultermuskulatur und zum Teil Brustmuskulatur systematisch überlasten, und dann kann die sich die nächsten 3 Tage dann ausruhen. Nummer 1, wenn wir nochmal ausgeruht testen sind, Warwalks, also die Wand hochgeht, hat man schon mal. Ihr sucht euch am besten eine Tür und sorgt dafür, dass keiner reinkommen kann. Okay, weil fällt er dann um und so. Ihr legt euch quasi vor die Wand, vor die Tür, wie auch immer. Händchen auf den Boden, dann drückt ihr euch hoch, die Beine an die Wand und dann kann man hier ganz dezent zurück. Am besten, bis der Bauch oder die Hüfte die Wand berührt. Und dann wieder vor, Fuß runter und hinlegen. Ja, wieder komplett hoch, hier ran. Immer so, dass ihr safe seid und wieder nach vorne. Okay? Die Pros, die das können, die machen das so lange, bis sie merken, jetzt wird es echt tricky. Ich kann es nicht mehr kontrollieren. Die Einsteiger können es in dem Fall so machen, je nachdem, wie weit man kommt, dass sie erstmal nur hochgehen und sagen, okay, ich stütze mich ja ab, wenn sie merken, ich kann hier überhaupt keine Hand setzen. Ja, und dann gehen sie wieder runter. Und ich sage mal so, für die Mittelstufe, die sagt, ich komme nicht die Wand hoch, aber es geht mehr als abstützen, die stellen sich quasi so einen imaginären Strich vor, über den sie wandern und wieder zurück. Dann gehen sie runter. Ja, wieder hoch, Strich und wieder zurück. Okay, also hochhalten, Strich wandern oder komplett bis zur Wand ranwandern. Und ihr schätzt immer selber ein, wie lange ihr die Sache unter Kontrolle habt. Und das ist quasi das Ende eures ersten Satzes. Dann macht ein Minütchen Pause und guckt mal, 5 für die Einsteiger, 10 für die Mittelstufe und 15 Durchgänge für die Pros. Sportfrei, bis gleich.